möchte Sie recht herzlich zu dieser Pressekonferenz begrüßen, indem wir das Aktionsprogramm der Partei Die Linke zur Mieten- und Wohnungspolitik vorstellen wollen. Die Situation auf dem deutschen Wohnungsmarkt ist zu einem der zentralen Probleme unserer Zeit geworden. Wir erleben, und das weiß jeder, der zur Miete wohnt, steigende Mieten, besonders in den Ballungsräumen. Ich möchte Ihnen einige Zahlen dazu präsentieren, die vom Marktforschungsinstitut Empirica stammen. Bei den Neuvermietungen sind die Mietpreise in München um 24% angestiegen, in Hamburg um 12%, in Berlin um 18%. Wir kommen also zu einer Situation, in der der Anteil der Wohnausgaben am Haushaltseinkommen immer größer wird. Das betrifft insbesondere Mieterinnen und Mieter der unteren Einkommensgruppen. Diese geben häufig schon 50% ihres Einkommens für Wohnen aus. Das ist für uns als Linke nicht hinnehmbar. Denn das alles findet ja zu einem Zeitpunkt statt, in dem die Realeinkommen in den letzten 10 Jahren gesunken sind. Gleichzeitig steigen die Ausgaben, die für Wohnen und Miete ausgegeben werden müssen. Hier muss also dringend bundespolitisch interveniert werden. Der Deutsche Mieterbund rechnet mit einem Bedarf von 825.000 Mietwohnungen, die zusätzlich gebaut werden müssen bis zum Jahre 2017. Das belegt, dass in Deutschland eine neue Wohnungsnot droht. Die Krise ist immer konkret und die Spekulation mit Wohnungen ist zu einem der wesentlichen Spekulationsschwerpunkte geworden. Auch Deutschland ist zunehmend davon betroffen. Das alles erhöht die Preistreiberei auf den Wohnungsmärkten. Das führt zu Verdrängung aus den Innenstädten. Und jeder, der beispielsweise in Berlin oder in Hamburg oder in Frankfurt und in München eine Wohnung sucht, der weiß, wovon wir hier sprechen. Hinzu kommt, dass weitere Privatisierungen geplant sind. Auch die Bundesregierung plant ja die Privatisierung eines großen Wohnungsbestandes und plant außerdem weitere Einschränkungen bei den Rechten von Mieterinnen und Mietern. Aus Sicht der Linken baut sich hier also eine ganz besondere soziale Problematik auf. Wir sagen, Wohnen ist ein Grundrecht. Politik muss alle Möglichkeiten nutzen, um diesem Grundrecht endlich wieder zur Geltung zu verhelfen. Die Linke ist die Partei der Mieterinnen und Mieter. Die Linke will die Frage der Mieten- und Wohnungspolitik wieder auf die Tagesordnung setzen. Deswegen hat der Parteivorstand der Linken ein wohnungspolitisches Aktionsprogramm aufgelegt. Wir wollen den sozialen Wohnungsbau neu beleben. Wir wollen Privatisierung von öffentlichen Wohnungen stoppen. Und wir wollen eine Wiederaufstockung des Programms Soziale Stadt. Wir wollen, dass der Bund endlich wieder in die Finanzierung des sozialen Wohnungsbaus einsteigt, natürlich zugunsten von Genossenschaften und kommunalen Wohnungsunternehmen. Das alles tun wir, um die soziale Spaltung der Städte zu verhindern. Und insbesondere wollen wir auch die Zwangsumzüge von Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfängern verhindern. Wir wollen die Zweckentfremdung eindämmen, also Sozialwohnungen sollten aus unserer Sicht nicht in Ferienwohnungen umgewidmet werden. Und vor allen Dingen will die Linke die Mieten deckeln. Menschen mit geringem Einkommen dürfen nicht mehr als maximal 30% ihres Einkommens für Wohnen, und da meine ich die Mietkosten einschließlich der Betriebskosten, ausgeben. Und ich habe Ihnen vorhin erklärt, dass dies zum Teil schon bei 50% des Einkommens liegt. Und hier muss dringend auch durch den Bundesgesetzgeber interveniert werden. Deswegen muss beispielsweise auch das Wohngeld reformiert werden. Und natürlich wollen wir als Partei Die Linke auch den Mieterschutz stärken. Es darf keine Mieterhöhung ohne wohnwertverbessernde Maßnahmen geben. Und die Pläne der Bundesregierung, die Rechte von Mieterinnen und Mieter weiter einzuschränken, die lehnt Die Linke ab. Wir haben als Parteivorstand der Linken deswegen einen neuen Aktionsschwerpunkt gesetzt, einen Aktionsschwerpunkt zum Thema Mieten- und Wohnungspolitik. Es soll einer der thematischen Schwerpunkte des Parteivorstandes, aber auch in den Landesverbänden werden. Wir werden alle unsere Mieterberatungen, die wir beispielsweise hier im Karl-Liebknecht-Haus
anbieten, aber auch in vielen Kreisgeschäftsstellen der Linken stärken und miteinander vernetzen. Und vor allen Dingen wollen wir noch in diesem Jahr eine wohnungspolitische Konferenz durchführen. Auf dieser wohnungspolitischen Konferenz wollen wir das Diskussionspapier des Parteivorstandes, was wir bereits verabschiedet haben, weiter diskutieren. Und bis dahin soll es auch eine beteiligungsorientierte, internetbasierte, also eine Online-Debatte zum Thema Mieten- und Wohnungspolitik auf Grundlage dieses Papiers geben. Damit wollen wir auch als Linke unsere Positionen einer breiten Diskussion in der Mitgliedschaft, aber natürlich auch bei allen Interessierten anbieten. Und wir sind sehr gespannt darauf, zu welchen Positionen wir uns dann auf unserer wohnungspolitischen Konferenz im Herbst diesen Jahres verständigen werden. Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute diese Pressekonferenz mit zwei ausgewiesenen Expertinnen in Fragen der Mieten- und Wohnungspolitik gemeinsam machen kann. Und ich würde dort zunächst Katrin Lomscher das Wort geben als wohnungspolitische Sprecherin der Abgeordnetenhausfraktion hier in Berlin, auch stellvertretende Fraktionsvorsitzenden. Und, das darf ich erwähnen, auch der neu gewählten Sprecherin unserer Bundesarbeitsgemeinschaft Städtebau und Wohnungspolitik. Vielen Dank. Bundesarbeitsgemeinschaft einer Partei, das ist für Sie nicht so interessant. Für mich ist es interessant, dass sich dort über 250 Mitglieder, Sympathisanten, Interessierte der Partei, die mit Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik konkret zu tun haben, zusammengetan haben und dass dort regelmäßig Diskussionen zu den politischen Handlungsoptionen, die auf diesem Feld bestehen, stattfinden. Und daraus ist zunächst mal eine Erkenntnis wichtig. Gerade das Thema Städtebau und Wohnungspolitik ist nicht nur auf Bundesebene zu diskutieren, sondern gestaltet sich lokal außerordentlich verschieden. Wenn wir über Probleme in Ballungsräumen auf der einen Seite reden, müssen wir natürlich über Probleme in strukturschwachen Regionen auf der anderen Seite reden. Und man braucht differenzierte Konzepte, um überhaupt sozusagen diesem Thema zu begegnen. Was wir aber auf jeden Fall einheitlich brauchen, sind bundesrechtliche Rahmenbedingungen. Und da sage ich mal Stichwort Mietrecht. Die Linke ist, wie auch ihre Vorgängerorganisation, schon immer eine Partei der Mieterinnen und Mieter gewesen. Und deshalb ist die aktuelle Diskussion über Mietrechtsänderungen für uns ein wesentlicher Schwerpunkt in den Diskussionen. Das Mietrechtsänderungsgesetz der Bundesregierung ist bisher nur ein Referentenentwurf. Wir wissen nicht, was wirklich vorgelegt werden wird als Entwurf. Wir wissen aber, was die Intention sein wird, weil damit ist es angekündigt. Zum einen sollen energetische Sanierungen erleichtert werden, das heißt Mieterrechte bei energetischen Sanierungen sollen abgebaut werden und es sollen neue Kündigungsmöglichkeiten geschaffen werden, Stichwort Mietnomaden. Hier wird sozusagen mit Kanonen auf Spatzen geschossen, um die Mieterrechte generell einzuschränken. Was die Bundesregierung nicht vorhat, was wir aber sehr wichtig finden, sind Instrumente der Mietdämpfung in diesem Zusammenhang auch einzuführen. Stichwort regelmäßige Erhöhungen im Rahmen des Vergleichsmietensystems. Ein erster Schritt, und dazu liegen auch Bundesratsinitiativen vor, wäre die Erhöhungsmöglichkeiten von 20% in drei Jahren auf 15% in 4 Jahren zu reduzieren und die Modernisierungsumlage von derzeit 11% auf zunächst 9% zu reduzieren. Also mindestens diese Forderung als einen ersten Schritt zur Mietdämpfung werden wir, wenn es die Bundesregierung nicht selber tut, einbringen. Und für die weitere Entwicklung des Vergleichsmietensystems, sage ich mal, braucht die Bundesrepublik insgesamt einen neuen Diskurs. Weil das Mietrecht hat sich sozusagen an die Grenzen der Sozialverträglichkeit entwickelt. Und wir haben die Situation, dass die früher noch bestehende Balance zwischen Mieter- und Vermieterinteressen zunehmend zugunsten von Vermietern verschoben worden ist. Dass das insbesondere für einkommensarme Bevölkerungsschichten zum Problem wird, versteht sich von selbst. Also Mietrechtsnovelle des Bundes wird auf jeden Fall zum Anlass genommen, um unsere mietenpolitischen Vorstellungen zu konkretisieren. Zweites Stichwort: Förderpolitik. Wohnen der Zukunft ist zum einen klimagerecht, zum anderen generationengerecht, also barrierefrei. Wir müssen über Wohnungsneubau reden, ja, aber wir müssen vor allem über die Qualifizierung der Wohnungsbestände reden. Weil wenn wir über Neubauraten von jenseits unter 1% reden, dann ist klar, 99% der Entwicklung des Wohnens der Zukunft findet im Bestand statt.
Und da muss man sich fragen, wie soll das eigentlich finanziert werden, wenn der Bund seine Fördermittel von 1,5 Milliarden auf 900 Millionen reduziert hat und völlig klar ist, dass selbst die 1,5 Milliarden für die energetische Sanierung bei weitem nicht ausreichend sind, um die Zielquote von 2% Sanierung pro Jahr zu erreichen. Also hier ist völlig klar, der gesellschaftliche Auftrag des klimagerechten und altersgerechten Stadtumbaus muss auch mit einem größeren Anteil öffentlicher Mittel verbunden werden. Sonst geht es zulasten der Mieterinnen und Mieter und verschärft die Situation zusätzlich. Letzter Punkt, den ich erwähnen will, Wohnimmobilienmarkt. Wir haben es vorhin schon kurz angetippt und das leitet dann auch sehr schön über zu meiner Kollegin Heidrun Blum. Dass sich Kapitalien, die in zweifelhaften Anlageprodukten ganz offensichtlich nicht die Rendite erzielt haben, die sie erzielen wollten und damit ja den Strudel der Finanzmarktkrise wesentlich ausgelöst haben, jetzt in andere Anlagebereiche flüchten, ist nicht ungewöhnlich, wenn man die Kapitalströme sich anguckt. Und dass der Wohnungssektor, dass der Immobiliensektor ein bevorzugtes Ziel ist, ist auch nicht ungewöhnlich. Aber ich möchte daran erinnern, dass es seinerzeit Rot-Grün waren, die ermöglicht haben, dass überhaupt Finanzinvestoren zum Zuge kommen im Wohnungsmarkt und dass es keine Regelungen gibt, zum Beispiel spekulative Weiterverkäufe nach kurzer Frist einzudämmen, einzuschränken. Hier ist unsere Meinung, dass wir Haltefristen einführen müssen für erworbene Wohnimmobilien auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich Gewinne, die bei solchen spekulativen Weiterverkäufen erzielt werden können, eingezogen werden müssten, um den Anreiz für solche spekulativen Weiterverkäufe zu entziehen. Ich sage mal das Stichwort Dresden, GAGFA, aber das wird jetzt sicherlich noch ausgeführt werden. Also die einerseits Haltefristen, andererseits Gewinnabschöpfung, den Handlungsspielraum von Finanzinvestoren auf dem Wohnungsmarkt einzuschränken, das wird sicher ein ganz schwieriges Thema werden, was man auch nicht nur bundesweit, sondern europaweit wird diskutieren müssen. Aber wir müssen es anfassen, damit wir an die Wurzel des Übels kommen. Und ein letzter Punkt, bei der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen sind Mieterrechte in Gefahr. Zwar besteht ein genereller Kündigungsschutz von 3 Jahren, den Kommunen und Länder auf 10 Jahre ausweiten können, aber wir sind der Meinung, dass der Mindestkündigungsschutz von 3 Jahren erhöht werden muss und schlagen vor mindestens 10 Jahre. Das nimmt auch schon mal den Druck aus dem Markt. Und dass es notwendig ist, die am Rande der Legalität sich zunehmend zuspitzende Umgang von solchen Erwerberkonsortien mit den Bestandsmietern, dass hier die Eingriffsmöglichkeiten deutlich erhöht werden müssen für lokale Behörden, damit dieser Verdrängungsdruck, der hier zusätzlich entsteht, aufhört. Das sind jetzt einfach nur mal 3 Stichworte gewesen, die Ihnen sicherlich einen Eindruck davon gegeben haben, über welche Vielfalt von Themen man redet, wenn man über Wohnungspolitik redet. Und das war mein Interesse, Ihnen das klarzumachen und dass wir nicht nur auf Bundesebene, sondern auf Landes- und Kommunalebene hier gefragt sind. Und eines der wesentlichen Instrumente, um Wohnungspolitik sozial zu beeinflussen, sind Wohnungsunternehmen in öffentlicher oder genossenschaftlicher Hand. Sie sehen, sind wir hier eng verknüpft miteinander. Ich bin sehr froh darüber, in einer Partei arbeiten zu können und in einer Fraktion arbeiten zu können, wo es uns gelingt, gemeinsam an Themen zu arbeiten, um auch ganzheitlich bestimmte Projekte in Angriff zu nehmen. Und der Parteivorstand, Frau Ley hat es eben gesagt, hat ja am vergangenen Sonntag ein Aktionsprogramm beschlossen, das sehr intensiv auch mit uns gemeinsam als Bundesarbeitsgemeinschaft und auch als Bundestagsfraktion bearbeitet wird und in einem Kongress münden wird am Ende des Jahres, wo wir dann auch ein gemeinsames Papier vorlegen werden, das mit einer breiten Diskussion untermauert worden ist. Wir haben in der Bundestagsfraktion natürlich im Zusammenhang mit der Einführung der Rights damals unter Rot-Grün interveniert und haben dann wenigstens erreichen können, dass die reinen Wohnimmobilien in diesen Bereich nicht integriert worden sind und reine Wohnimmobilien heute sozusagen am Markt so ohne weiteres auch über die Rights nicht gehandelt werden können. Das war schon ein Erfolg, denke ich. Aber darüber hinaus hat sich natürlich mit der neuen Regierungskonstellation unter Schwarz-Gelb eine völlig andere Situation ergeben, wo im Koalitionsvertrag von vornherein klar angesagt war, Wohnungsprivatisierung steht
vorn an. Dazu wird das Mietrecht dann entsprechend novelliert. Frau Lomscher hat es bereits angekündigt. Es wird sicherlich in diesem Jahr noch die Mietrechtsänderungsinitiative der Bundesregierung geben, mit der wir in verschiedensten Aktionen dann auch kontern werden. Unser Antrag, den wir im vergangenen Jahr als Bundestagsfraktion im Sommer ja schon vorgestellt haben, Mietrecht-Novelle nur sozial, ökologisch untermauert zu machen, der ist ja schon in der Welt, den kennen Sie sicherlich auch schon, deshalb muss ich darauf auch an dieser Stelle sicher nicht nochmal eingehen. Klar ist aber, dass sich zwischenzeitlich gesellschaftlich etwas vollzogen hat, was tatsächlich auch eine völlig andere Bedingung für das Agieren auch von Politik, auch auf der bundespolitischen Ebene erforderlich macht. Nämlich, dass die Privatisierung von Wohnraum jetzt sehr deutlich zeigt, wo sie an die Grenzen kommen, nämlich sozialpolitisch weiter tätig zu sein. Wenn also Renditen alles bestimmen in der Wohnungswirtschaft, und die GAGWA ist hier gefallen als Stichwort, deshalb will ich darauf eingehen, zeigt sich ja ganz deutlich, dass das soziale Recht auf Wohnen als Grundrecht nicht mehr gewährleistet ist, in Deutschland nicht mehr gewährleistet ist. An vielen Stellen, wo der Markt tatsächlich auch die Wohnungswirtschaft reguliert, nämlich dort, wo wir angespannte Mietmärkte haben in den Metropolen unseres Landes, zeigt sich ganz deutlich, dass ein großer Teil von Menschen, die mit einem Untereinkommen oder einem mittleren Einkommen heute nicht mehr ordentlich wohnen können. Wenn ein Polizist in München mit seiner Frau als Beamtin nicht mehr in der Lage ist, in der Stadt München für die Familie mit zwei Kindern angemessenen Wohnraum anmieten zu können und sich das leisten zu können, dann müssen alle Alarmglocken angehen. Und in Dresden, wo man sich vor 6 Jahren komplett von der kommunalen Wohnungswirtschaft verabschiedet hat, zeigt sich eben heute, dass selbst der Markt auch diese Dinge nicht regeln kann. Es stehen 38.000 Wohnungen bei der GAGWA, die sie wieder loswerden muss, weil sie sich insgesamt auch bei der Immobilienblase offensichtlich verschluckt haben und jetzt für 1,7 Milliarden etwas an den Markt geben, wofür sie nur 1 Milliarde bezahlt haben, wofür sie in 6 Jahren weniger Instandhaltungsaufwendungen geleistet haben, als das vorher die kommunale Gesellschaft getan hat, wo sie die Sozialcharta in Tochtergesellschaften nicht mit weiterverkauft hat, das heißt auch zu sozialen Härten im Einzelfall durchaus gegriffen wurde und wo die Wohnungsprivatisierung an die Mieterinnen und Mieter überhaupt nicht mal versucht worden ist. Also selbst wenn es möglich gewesen wäre, es ist nicht mal versucht worden. Heute will man aber 700 Millionen Euro mehr für denselben Bestand haben, wenn man ihn weiter veräußert. Und da bin ich sehr gespannt, wie da die Kommunalpolitik in Dresden reagiert und wie sie sich das leisten will, das Wohnen als soziale Frage in Dresden für die Zukunft weiter zu sichern. Deshalb warnen wir seit vielen Jahren davor, die Wohnungswirtschaft derart zu privatisieren, dass die soziale Daseinsvorsorge nicht mehr gewährleistet ist. Und deshalb haben wir auch im Zusammenhang mit der Privatisierung der letzten 11.500, ich muss mich korrigieren, seit Sonntag weiß ich, es sind 11.661 Wohnungen, der Treuhand-Liegenschaftsgesellschaft ebenfalls im Stück an den privaten Markt zu geben. Wir haben dazu ja mehrfach Ihnen auch schon Mitteilungen gegeben. Ich kann Ihnen heute aber mitteilen, dass die betreuende Bank des Bundesfinanzministers uns am Wochenende mitgeteilt hat, dass wir ins Bieterverfahren aufgenommen worden sind als Treuhand-Liegenschaftsgenossenschaft Fair Wohnen und in diesem Zusammenhang jetzt also wirklich ernsthaft seit Montag daran arbeiten werden, die Mieterinnen und Mieter, die in diesen Treuhand-Liegenschaftswohnungen wohnen, auch für unseren Genossenschaftsgedanken zu begeistern. Wir haben in der vergangenen Woche bereits 2 Informationsveranstaltungen in Merseburg und in Rostock durchgeführt, wo jeweils mehr als 10% der Mieterinnen und Mieter, die davon betroffen sind, an unseren Veranstaltungen teilgenommen haben. Ich denke, das ist ein gutes Zeichen dafür, dass die Idee, die wir geboren haben, nachdem unser Antrag, die Wohnungen zu privatisieren, im Bundestag nicht angenommen worden ist von der Regierungskoalition. Die Aussicht also nicht bestand, die Privatisierung zu verhindern oder eben in kommunale und genossenschaftliche Modelle vor Ort umzuwandeln, dass wir richtig gehandelt haben, indem wir selbst eine Genossenschaft gegründet haben, um uns dann am Bieterverfahren zu beteiligen. Ich will hier noch mal ganz klar und deutlich sagen, lieber wäre uns gewesen, der andere Weg wäre möglich gewesen.
dass wir die Genossenschaft gegründet haben, hat den einzigen Grund, dass wir erstens nachweisen wollen, dass es möglich ist, sozial und ökologische Wohnungswirtschaft zu organisieren über den Genossenschaftsgedanken und dass wir zweitens nicht wollen, dass mit unserer Hilfe oder gegen unsere politischen Intentionen weitere Wohnungsbestände an den privaten Markt gegeben werden, mit den Folgen, die ich für die GAKWA ja eben bereits schon geäußert habe. Wir werden also ab sofort sehr, sehr intensiv in die Mitgliederwerbung gehen und wir haben uns das Ziel gesetzt, bis Ende Juni, Anfang Juli so circa 1000 Mitglieder, Wohnungsgenossenschaftsmitglieder haben zu wollen. Ich kann Ihnen erfreulicherweise sagen, dass wir jetzt so annähernd an der 200er Mitgliederzahl sind. Davon sind 45 Abgeordnete des Deutschen Bundestages dabei. Und es sind auch seit der letzten Woche die ersten Mieterinnen und Mieter, die nach der Informationsveranstaltung sofort den Antrag gestellt haben, bei uns Mitglied zu werden. Auch auf die Gefahr hin, dass wir unter Umständen zum Ende hin den Zuschlag nicht bekommen. Denn wir werden keinesfalls einen meistbietenden Preis abgeben können. Wir sollen bis zum Ende Juni ein sogenanntes indikatives, unverbindliches Angebot abgeben. Das wird geprägt sein davon, dass wir auf der Basis der bisherigen Bilanzen, die uns bekannt sind, versuchen werden zu ermitteln, wo ist die Kostendeckung, die Kostendeckungsgrenze. Und wir wollen mit dem Hauptziel unserer Satzung erreichen, dass an dieser Stelle die Mieten nicht steigen müssen, sondern die Mieten zunächst stabil gehalten werden können, gegebenenfalls sogar auch gesenkt werden können. Auch das wäre dann zu überprüfen. Wir werden also ein kostendeckendes, indikatives, unverbindliches Angebot abgeben, werden dadurch den Verkehrswert, der heute mit 10,8% ungefähr angegeben ist, für die Wohnungen, die verkauft werden sollen, ungefähr bieten können. Also auf keinen Fall unterhalb des Verkehrswertes bleiben müssen und werden trotzdem mit unserer eigenen Satzung, nämlich mit der sozialpolitischen Verankerung der Mieterinnen und Mieter und ihrer Rechte und vor allem ihrer demokratischen Mitbestimmungsmöglichkeiten bei dem Modell, das wir haben, anzubieten haben, überzeugen wollen. Damit werden wir den Bundesfinanzminister am Ende sicherlich auch eine sozialpolitische Hürde aufbauen, die relativ hoch ist, wo man eben nicht so ohne weiteres am Ende des Prozesses nur den Meistbietenden zum Zugelassen kommen kann, sondern da wird man sich auch daran orientieren müssen, was haben wir für sozialpolitische Standards vorgelegt, wie stellen wir uns als Genossenschaft die Bewirtschaftung der Wohnungen langfristig und dauerhaft nachhaltig, ökologisch und sozial vor. Und das ist unsere große Hoffnung, wenn wir dann schon selbst den Zuschlag unter Umständen am Ende nicht bekommen können, dass wir trotzdem mit dem Agieren im Bieterverfahren erreichen können, dass die sozialpolitische Haltelinie so hoch wie möglich gesetzt wird, auch für diejenigen, die dann zum Zuge kommen sollen. Das wäre vielleicht zunächst von mir aus das wichtigste Neue.